Dieses Facebook-Posting sorgt gleich zu Beginn der neuen Woche für Furore. Genauer gesagt, der von den Nationalsozialisten verwendete Begriff Ostmark, der auch in diesem besagten Posting Gebrauch findet. Ja, online gestellt wurde das Posting von der Burschenschaft Teutonia und ein prominentes Mitglied dieser Burschenschaft ist der FPÖ-Verteidigungssprecher Reinhard Eugen Bösch, der auch Vorsitzender des Landesverteidigungsausschusses des Nationalrats ist. Wörtlich heißt es in diesem Posting, das am 2. Februar, also vergangenes Wochenende, publiziert wurde: Heute besuchen einige unserer Volltätigen die Semesterabschlusskneipe unserer schlesischen Kartellbrüder, die alte Breslauer Burschenschaft der Ratscheks zu Bonn im schönen Rheinland. Zusammen mit Farbenkartell und Verbandsbrüdern aus der Ostmark, der BRD und Flandern lassen wir ein weiteres erfolgreiches Semester ausklingen. Es hat auch nicht lange gedauert, da hat dieses Posting, diese öffentliche Botschaft auch in der Politik Wellen geschlagen. Die SPÖ hat sich zu Wort gemeldet und meint, dass der FPÖ-Verteidigungssprecher Reinhard Eugen Bösch nicht erwünscht ist und zurücktreten soll. Ja, SPÖ-Bundesgeschäftsführer Thomas Trotzter meinte, dass jemand, der als alter Herr die Teutonia so aussagekräftig unterstützt, der hat im österreichischen Parlament nichts verloren. Auch Bösch selbst hat bereits einen Kommentar dazu abgegeben. Er kenne dieses Facebook-Posting nicht und den historischen Begriff Ostmark werde er nicht kommentieren.